Zeit. Denn hallo miteinander. Herzlich willkommen zu der Yoga-Stunde heute für alle Levels. Wir sind im Moment dran, den klassischen Yoga-Weg zusammen am Entdecken. Wir sind so eine achtgliedrige Fahrt, wo über 8 Schritte eigentlich den Yoga-Weg erklärt. Und wir befinden uns gerade ein bisschen mit drinnen. Wir haben nämlich die ersten beiden Schritte schon angeschaut, Yamas und Niyamas, die jeweils die Haltung von uns nach außen beschreiben, also zu anderen Menschen, der Umwelt, aber dann auch die Haltung bis unserem persönlichen Lebensstil gegenüber. Und die haben wir jetzt abgeschlossen und würden jetzt zu dem dritten Schritt von diesen 8 kommen. Und der dritte Schritt sind die Asanas, also die Körperhaltungen, die wir ja viel zusammen praktizieren dürfen. Und die sind Teil, oder, von diesem achtgliedrigen Pfad. Sind ein ganzer Schritt. Aber tatsächlich steht nicht ganz so viel drüber, in der Art und Weise, wie man sich kann oder soll ausführen. Es steht eigentlich nur etwas, nämlich Sthira Sukha. Und das heisst so viel wie Festigkeit und Leichtigkeit. Also, dass man jede Haltung, die man macht, jede Asanas, mit einer gewissen Festigkeit und einer gewissen Stabilität soll praktizieren, aber auch eine gewisse Leichtigkeit und Gelassenheit soll beibehalten werden können. Und genau mit dem wollen wir heute spielen. Und wir wollen immer beides finden. Und es wird ganz sicher Posen geben, was einen überwiegt. Das ist okay. Aber wir wollen das andere nie ganz verlieren. Und jetzt können wir bereits die erste Asana machen. Und ihr könnt euch hinsetzen. Und zwar bewusst. Ihr seid eure ihr findet einen Sitz, das kann ein Schneidersitz sein oder auch knühlend. Dann eure Sitzbeine verankern, die Wirbelsäule aufrichten, vielleicht die Schultern zurückrollen, die Hände auf den Oberschenkel ablegen und dann von da aus die Augen schließen. Und vielleicht ohne, dass ihr es gemerkt habt, habt ihr jetzt bereits zum ersten Mal Sthira Sukha praktiziert. Ihr habt euch nämlich einerseits so hingesetzt, dass ihr könnt bequem aufrecht sitzen, also dass ihr gewisse Leichtigkeit, auch eine gewisse Gelassenheit in einer sitzenden Position nachher beibehalten werden kann. Und ihr habt einen stabilen Sitz gefunden, in dem ihr eure Sitzbeinhöcke verankert habt, die Wirbelsäule aufgerichtet. Und wenn ihr euch achtet, spürt ihr wahrscheinlich auch ums Zentrum, um den Rumpf herum, eine gewisse Aktivierung, eine gewisse Stabilisierung, sodass ihr nicht so ein bisschen zusammensinkt. Drücken, Muskeln, die euch aufrichten. Und da nehmen wir jetzt den ersten Moment, um wirklich die beiden Qualitäten, Sthira und Sukha, zu finden an verschiedenen Orten. Und dann fangen auch an, eure Atmung zu vertiefen. Wir werden ungefähr 3 bis 5 Sekunden einschnaufen. Und 3 bis 5 Sekunden wieder ausschnaufen. Tief, regelmäßig, bewusst. Es ist ein bisschen unser Sthira, unsere Stabilität, unsere Festigkeit in der Atmung. Aber wir wollen auch nicht so rigid, so intensiv schnaufen. Wir wollen auch dort eine gewisse Leichtigkeit beibehalten, eine gewisse Weichheit. Also auch in der Atmung Sthira und Sukha, Festigkeit und Leichtigkeit. Dann behaltet die Atmung so bei und nutzt die Atmung unbedingt auch nachher während dem Flow, so ein bisschen als euren Barometer, wo euch
hilft, sich zu orientieren, ob noch beides da ist, Tiere sowie also auch Zucker. Und dann langsam eure Augen aufblinzeln. Schnaufen dann ein, und Arme mit einem grossen Bogen über die Seite nach oben. Und mit der Ausatmung kann man drin vier Füße oder die Hände vor euch abstellen. Und rollen über die Knie, kommen auf alle Vieren. Jetzt, wenn ihr sensible Knie habt, schnappt ihr euch das Deckel, wo ihr das Knie draufstellen könnt, wenn wir bleiben eine Weile auf allen Vieren. Gerne eine leichte Bauchspannung, indem wir den unteren Bauch ein bisschen nach innen nehmen, um dort eben eure Stabilität reinzubringen in die Pose. Und jetzt können wir von außen den rechten Fuß auf die rechte Seite stellen. Vielleicht reicht es zu der Kamera, ist ein bisschen einfacher, oh, indem wir machen. Genau. Und der Fuß ist flach am Boden. Und jetzt nehmen wir so die Hüfte so 1 bis 2 Zentimeter nach hinten, nur ganz ein bisschen. Und dann spüren wir gerade die Dehnung innen am rechten Oberschenkel. Bleibt jetzt genauso, wie ihr seid, nur dass ihr mit den Armen nach vorne laufen, in einer Variante vom Anahatasana, und die Stirn zum Boden und das Herz richtig Boden absenken. Und der untere Bauch tut immer noch stabilisieren. Das Herz aber schmelzen. Und jetzt auch hier wieder die beiden Qualitäten, Stira und Sukha. Haltet die rechte Hand, wo sie ist. Nur für die hebt die Stirn für einen Moment an und dann fährt die linke Hand unter der rechten Achsel durch und kommt hier in einen Twist. Dann legt die linke Gesichtshälfte wieder ab. Wer will, kann sogar auf die rechte Fingerspitze kommen und mit der Hand ein bisschen über nach links krabbeln, sodass die Brust noch ein bisschen mehr auf die rechte Seite aufdrehen. Jetzt stellt dann die rechte Hand unter eure rechte Schulter, stoßt fest in die rechte Hand, schnuppert ein, sind die linke Arme über die Seite nach oben zu der Decke. Und jetzt mit der Ausatmung passiert ihr die linke Hand neben eurem linken Knie und schnuppert ein, sind der rechte Arm oben zu der Decke. Das heisst, wir sind jetzt in so einer Variante von einer schiefen Ebene, aber mit dem unteren Knie abgestellt. Und die untere Hand tut gut im Boden stoßen, sodass wir in der linken Schulter nicht so einsinken, sondern dass wir dort wieder stabil sind. Rechte Arme am Ohr entlang und die ganze rechte Seite öffnen. Und dann jetzt mal die rechte Ferse vom Boden lösen, sodass wir nur noch auf der Zehenspitze sind. Das Gewicht verlagert sich durch das ein bisschen mehr in die linke Hand. Schnaufen hier ein. Ausschnaufen Ellenbogen und Knie zueinander führen. Also der rechte Ellenbogen und das rechte Knie zusammen. Schnaufen ein. Strecken das Ganze wieder lang. Zehenspitze berühren den feinen Boden. Ausschnaufen Ellenbogen und Knie zusammen. Einschnaufen strecken. Ausschnaufen, noch einmal Ellenbogen und Knie zusammen. Schnaufen ein, stellen den Fuß wieder ab, flach am Boden. Mit der nächsten Einatmung nehmen wir beide Arme hoch, kommen in die Gate Pose. Ausschnaufen, rechte Hand auf dem rechten Bein ablegen, linke Arme am Ohr entlang, steifen über nach rechts, oder so, die ganze linke Seite können strecken. Und jetzt dürft ihr euch natürlich unterstützen mit der rechten Hand auf dem Oberschenkel. Aber fein. Wir geben nicht das ganze Gewicht ab, damit ihr seitliche Rumpfmuskulatur noch brauchen müsst, um stabilisieren. Schnaufen die ein, ziehen beide Arme nach oben. Und schnaufen 4 Füße, Hand und Knie zurückstellen. Wir machen gerade die zweite Seite, nehmen den linken Fuß auf die Seite. Dann das Becken, da 1-2 Zentimeter nach hinten schicken, sodass ihr eine feine Dehnung innen beim linken Oberschenkel spüren. Untere Bauch ist auch hier drin und mit den Armen nach vorne laufen. Stirn zum Boden, Herz richtig Boden absenken. Ruhig schnaufen, regelmäßig schnaufen. Halte die linke Hand, wo sie ist, nur die hebt die Stirn an und fädelt mit der Ausatmung die rechte Hand unter der linken Achsel durch. Legt die rechte Schulter, rechte Gesichtshälfte ab. Und vielleicht kommen wir auf die linke Fingerspitze und krabbelt sogar noch ein bisschen über nach rechts.
Stelle dann mit dem Schnaufen in die linke Hand und durch die linke Schulter einschnaufen, sind der rechte Arm über die Seite nach oben zu der Decke. Ausschnaufen, rechte Hand neben das rechte Knie und den linke Arm beim Einschnaufen offen zur Decke. Eine Variante von der schiefen Ebene. Und stoßen die rechte Hand gut im Boden, sodass er nicht einsinkt in der rechten Schulter. Ausschnaufen, linke Arm am Ohren, dann streckt die ganze linke Seite. Kommt dann auf die linke Zehenspitze, löst die Fersen vom Boden, ausschnaufen Ellenbogen und Knie zusammen. Ihr müsst nicht berühren, aber bringen sie einfach zueinander. Einschnaufen, strecken euch wieder lang, die Zehenspitze berühren, fein den Boden, ausschnaufen wieder zusammen zueinander. Einschnaufen, strecken. Ausschnaufen Ellenbogen und Knie zusammen. Einschnaufen, wieder strecken und ein drittes Mal. Ausschnaufen, Knie und Ellenbogen zusammen. Schnaufen, die strecken euch nicht mit der Ausnahme. Ich stelle den Fuß flach ab. Einschnaufen, kommen mit beiden Armen nach offen in die Gatepose. Ausschnaufen, linke Hand, linke Oberschenkel, rechte Arm am Ohren entlang. Die ganze rechte Seite öffnen, ohne dass ihr zu viel Gewicht in die linke Hand gebt. Ihr könnt euch unterstützen, aber ihr müsst euren Sensor aktiv spüren, wie es stabilisieren tut. Einschnaufen, sind beide Arme offen zu der Decke. Ausschnaufen, vier Füße, Hand und Knie zurückstellen. Ihr könnt von hier aus eure Hände gute 10 cm weiter nach vorne platzieren, die Finger auffächern, Zehen aufstellen und schnaufen Hund, der gegen Abend schaut. Wenn ihr die Decke vorher gebraucht habt, könnt ihr sie auf die Seite schieben, wir brauchen sie gerade nicht mehr. Gut, dann geht ein bisschen in Bewegung. Die Sachen, die ihr noch gerne macht, am Anfang in eurem ersten Hund. Vielleicht dann noch eine Stelle laufen, über die Füße rollen. Den Kopf ausschütteln. Egal, was ihr macht, im Tief und regelmäßig schnaufen. Dann findet alle langsam Ruhe in eurem Hund. Und dann schaut jetzt hier mal, schauen, wo ihr die beiden Qualitäten findet. Sira und Sukha. Stabilität, Festigkeit und Leichtigkeit. Und vielleicht müsst ihr noch anpassen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen Stabilität kreieren, indem wir Hand und Füße beide fest in die Matte pressen, so als würdet ihr die Matte am Boden ankleben. Und vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Leichtigkeit im Nacken, indem wir den Kopf wirklich hängen lassen. Genau. Vielleicht müsst ihr auch die Knie beugen, um Spannung hinten bei den Beinen oder im unteren Rücken rauszunehmen. So dass ihr wirklich beides habt. Jetzt kommen wir dann mit dem Einschnaufen nach vorne ins hohe Brett und bleiben im Moment. Schultern sind über der Handgelenk, nicht weiter vorne. Allenfalls müssen wir mit den Füßen ein bisschen zurücklaufen. Und jetzt spannen eure Beine an, schaffen mit den Beinen, ziehen den unteren Bauch rein, stoßen die Hände kräftig in den Boden, damit alles aktiv ist. Und die Stabilität ist wahrscheinlich einfach zu finden hier, aber wo ist die Gelassenheit? Ist sie da? Haben wir noch? Bisschen. Und dann kann ich dann natürlich die Knie abstellen. Gut, wir senken nicht ab. Ausschnaufen zurück in den Hund, der gegen Abend schaut. Dann machen das ein paar Mal. Schnaufen die, kommen nach vorne ins Hochbrett. Findet beides, Sira Zucker. Ausschnaufen zurück in den Hund. Einschnaufen wieder ins Hochbrett. Und diesmal ausschnaufen absenken, vielleicht die Knie das erste Mal abstellen. Legen euch flach auf den Bauch, wir gehen fünfmal. Pointet die Füße, schnaufen die in eine Mini-Cobra. Schaffen jetzt richtig mit dem Rücken, wenig mit den Händen. Ausschnaufen, zurück auf den Bauch. Gerade noch eine einschnaufen in die zweite Cobra. Immer noch der Rücken sehr aktiv. Ausschnaufen auf den Bauch. Einschnaufen in die dritte Cobra, vielleicht ein bisschen höher. Ausschnaufen lösen auf den Bauch. Vierte Runde, schnaufen ein, den ganzen Rücken schaffen. Ausschnaufen Bauch, einschnaufen, kommt hoch in die fünfte und größte Cobra bisher, ausschnaufen Hund, morgen Abend. Dann machen wir das Vinyasa auf den Atemzug, schnaufen die, kommt nach vorne ins Hochbrett. Ausschnaufen langsam und kontrolliert absenken, Ellenbogen hoch am Oberkörper, einschnaufen Cobra, Schultern zurück, Herz auf. Ausschnaufen, Hund, der gegen Abend schaut, zurückschieben. Gut.
Ich habe es noch nicht gesagt. Es gibt heute eine anstrengende Stunde. Es gibt eine anstrengende Stunde, wo wir versuchen, in Posen, wo wir viel stabilisieren müssen, gewisse Gelassenheit zu finden. Ich mache es am Ende aber wieder gut. Wir werden am Schluss viel stretchen und noch viel Zeit haben zum Abfahren. Schnuffe die nehmen das rechte Bein nach hinten und auf zu der Decke. Ausschnuffe den Knie beugen und die Hüfte zur Seite öffnen. Ziehen jetzt hier den unteren Bauch nach innen und nehmen die vorderen und unteren Rippenbögen ein bisschen zueinander. Vor allem, wenn ihr sehr flexibel im unteren Rücken sind. Gut. Nacken bleibt entspannt. Nehmen hier eine Einatmung, ausschnaufen, rechten Fuß nach vorne stellen, zwischen den Händen, Knie über den Fuß gelenkt, stehen hier schon hüftbreit, einatmen, balancieren, die Knie über eins, kommen hoch. Jetzt, wenn ihr nicht stabil stehen, stehen wir noch breiter. Ausschnaufen, nehmen die Hände in die Hüfte. Beugen euer hinteres Knie fürs linke. Ziehen den unteren Bauch nach innen und jetzt heben eure Hüftknochen vorne ein bisschen an. Es gibt eine leichte Kippbewegung im Becken. Gut, jetzt tun wir das linke Fuß anspannen. Der untere Bauch ist drinnen, auch hier die vorderen unteren Rippenbögen zueinander. Haltet all das bei, verschränkt die Finger hinter dem Rücken, rollt die Schultern zurück, ziehen die Hände weg. Jetzt geht ihr aber nicht in den Back, wenn ihr behaltet die Stabilität im Bauch. Wer noch mehr will, zieht mit den Füßen ein bisschen zueinander. Aber, Stabilität, Festigkeit spüren wir. Aber können wir noch ruhig schnaufen? Wenn nicht, dann tun wir alles ein bisschen weniger intensiv machen. Gut. Lösen die Beschränkung der Finger. Einschnaufen, balancieren, die Krieger rein. Schicken die linke Ferse nach hinten. Strecken euch lang. Ausschnaufen, Kopfknieposition vorne an der Matte. Hand auf die Schiene. Bei Einschnaufen, Brust anheben. Rücken lang und flach. Ausschnaufen, wieder lösen. Einschnaufen, nehmen die Arme über die Seite auf, kommen den ganzen Weg hoch. Mit der Ausatmung direkt wieder nach vorne und abends absenken. Uttanasana. Schnaufen die Knie, stellen den rechten Fuß einen großen Schritt zurück, Brustbein anheben, das rechte Bein anspannen. Ausschnaufen, Hund, der gegen oben schaut. Schnaufen die Knie, kommen führen ins hohe Brett. Langsam und kontrolliert beim Ausschnaufen absenken. Einschnaufen, Kobra. Der Rücken schafft mehr als die Arme. Ausschnaufen, Hund, der gegen oben schaut, zurückschieben. Schnaufen ein, nehmen das linke Bein nach hinten und auf. Ausschnaufen, Knie beugen, Hüfte öffnen. Den unteren Bauch reinziehen, vordere untere Rippenbögen zueinander. Durch das Aktivieren und das Zentrum stabilisieren. Nacken ist entspannt. Schnaufen hier ein. Ausschnaufen den linken Fuß vorne stellen, zwischen die Hände nachhelfen. Schön breit stehen, einschnaufen. Kommt hoch, stoßen den linken Fuß, nehmen den Arm auf. Und dann mit der Ausatmung führen die Hände zu den Hüften für einen Moment. Beugen den hinteren Bein, diesmal ist es euer rechtes Bein. Ziehen den unteren Bauch nach innen, ziehen jetzt eure Hüftknochen anheben, damit die kippende Bewegung im Becken geht. Spannen das rechte Fuß an, ziehen die vorderen unteren Rippenbögen einander zueinander und jetzt behaltet ihr das Bein, aber verschränkt die Finger hinter dem Rücken, rollt die Schultern zurück, ziehen den Arm zurück, ohne jetzt die Brustbein anheben. Man behaltet die Integrität im Zentrum. Schnaufen ruhig. Gut, lösen die Beschränkung der Finger, einschnaufen, balancieren, ich kriege rein, strecken das hintere Bein, wieder ziehen die Arme auf, ausschnaufen, Uttanasana, Kopf, Knie, vorne an der Matte. Hände auf die Schienbein, einatmen, Brust anheben, ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, die Arme über die Seite auf, ziehen den ganzen Weg hoch, ausschnaufen, direkt wieder nach vorne und abends absenken. Einschnaufen, linke Fuß einen grossen Schritt zurückstellen, Brustbein heftig, ausschnaufen, Hund, der gegen oben schaut. Schnaufen die Knie ins hohe Brett, ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, Kobra, und ausschnaufen, Hund, der gegen oben schaut. Dann bleiben ein paar Atemzüge da, immer wieder Sirasuka finden.
Alternativ können sie natürlich auch die Knie abstellen und in eine Kindsposition gehen. Das dürfen sie sowieso immer machen. Aller spätestens, wenn sie noch merken, dass Leichtigkeit einfach nicht mehr zu finden ist, dann aller spätestens Knie abstellen. Gut. Schnaufen einschauen, führen zwischen die Hände, beugen die Knie ein bisschen. Ausschnaufen für ein Laufen oder für ein Springen. Wer springt, bremst mit den Fingerspitzen. Hände auf die Schiene, bei ihr die Brust anheben, flachen Rücken. Ausschnaufen lösen. Einschnaufen Stuhl, aus Katastana, dann eure Knie festbeugen, ziehen die Arme nach oben, verlagern das Gewicht in eure Fersen. Ausschnaufen Twist nach rechts, nehmen die Hände vor die Herz, linke Ellenbogen auf den rechten Oberschenkel aufstellen, das Brustbein anheben, die Wirbelsäule lang. Und jetzt schaut mal, wie viel ihr könnt drehen, ohne dass ihr einfach nur mit dem Ellenbogen gegen den Oberschenkel presst, sondern wirklich aus dem Zentrum raus rotiert. Einschnaufen lösen den Twist, bleiben im Stuhl. Ausschnaufen, Twist über, nach links, jetzt den rechten Ellenbogen abstellen. Und hier nur leicht unterstützen mit dem Ellenbogen, den gar nicht fest als Hebel benutzen. Und dafür aus dem Zentrum, so ein bisschen von den unteren Rippenbögen einfach rotieren. Einschnaufen, Stuhl. Und Achtung, wir machen es nochmal, diesmal kriegen wir aber keine Ellenbögen mehr dazu. Ausschnaufen, Twist nach rechts, ohne den Ellenbogen abstellen. Jetzt muss alles aus dem Zentrum raus passieren. Schauen wir mal, ob das Brustbein hier noch ein bisschen mehr anheben und so tiefer rotieren. Schön an. Einschnaufen, Stuhl, ohne Twist. Ausschnaufen, über nach links. Die Hände sind zwar vor dem Herz, aber der Ellenbogen ist nicht abgestellt. Brustbein ein bisschen anheben und jetzt wieder von den unteren Rippenbögen aufdrehen. Einschnaufen, Stuhl. Ausschnaufen, Tadasana, Bergposition. Gut. Setzt euch ab. Navasana ins Boot. Hebt die Oberschenkel für einen Moment hinten. Hebt die Brustbein an. Nehmt die Schienbein parallel zum Boden. Zieht den unteren Bauch rein. Jetzt könnt ihr so bleiben, wenn ihr seid. Ihr dürft aber auch die Hände hinter dem Rücken aufstellen. Vielleicht magst du es kurz zeigen. Genau. Das vor allem, wenn die Stabilität nicht genug geht und ihr so ein bisschen zusammensinkt und auch im unteren Rücken runter, dann haltet ihr die Fingerspitze hinter dem Rücken. Ansonsten könnt ihr die Hände nach vorne strecken, Brustbein anheben. Gut. Stira Sukha. Beides finden. Die Atmung ruhig und regelmäßig. Was strenger will, streckt die Beine auf. Was strenger will, geht ins halbe Boot. Die Schultern, die Füße bleiben aber immer noch in der Luft. Wer im halben Boot ist, kommt wieder ins ganze Boot. Ausschnaufen, stellen die Hände und Füße ab. Und gehen einen Moment schieben, wischeln. Den Knie von rechts nach links ab. Denken, jetzt den Unterrücken ein bisschen lösen, aber auch eure Hüftbeuger, die jetzt fest haben müssen arbeiten. Gut. Mit der nächsten Aussage kommen wir in eine Kopf-Knie-Position vorne an der Matte. Einschnaufen, ziehen die Arme über die Seite nach oben, Brustbein führt die Bewegung. Ausschnaufen, Bergposition, die Arme absenken. Schnaufen, ziehen die Arme über die Seite nach oben. Ausschnaufen nach vorne und oben absenken. Fingerspitze bleiben am Boden. Schnaufen einheben das Brustbein an. Und jetzt stoppen den Moment so. Wir werden nachher eine Option haben, zum Zurückspringen ins hohe Brett und absenken. Und auch das Zurückspringen kann man mit viel Tieren und Zucker machen. Wir werden Festigkeit, Stabilität aus dem Zentrum, aus den Schultern. Wir wollen aber auch eine gewisse Leichtigkeit, indem wir fein landen mit den Füßen. Vielleicht auch direkt Ellenbogen beugen, um ein bisschen abfedern und absenken. Probiert es mal aus. Schnaufen hier ein, Hände flach am Boden, Bauchspannung, ausschnaufen, Brett, laufen oder leicht springen, gerade absenken. Schön. Einschnaufen, Kobra, vielleicht auch ein Hund, der gegen oben schaut. Ausschnaufen, Hund, der gegen Abend schaut, zurückschieben. Machen das gerade noch einmal. Schnaufen, einschauen, führen zwischen den Händen, beugen die Knie ein bisschen. Ausschnaufen für ein Laufen oder für ein Springen. Einschnaufen, halbe Vorbeuge. Ausschnaufen, ganz. Einschnaufen, Arme über die Seiten aufziehen, hoch. Ausschnaufen, Bergposition.
Schnaufe die ziehen die Arme über die Seite nach oben, tiefe Einatmen, ausschnaufe nach vorne und runter absenken. Fingerspitzen bleiben am Boden, schnaufe die halbe Vorbeuge, wenn ihr springen wollt, die Hände flach hochspannen, ausschnaufe, brett, laufen oder leicht springen, gerade absenken, einschnaufe, Kobra, vielleicht auch ein Abdog-Hund, der gegen offen schaut, ausschnaufe, Hund, der gegen runter schaut. Gut, nein. Zwei Atemzüge nochmal durch. Ich kann auch mal tief einatmen durch die Nase, den Mund öffnen und laut ausschnaufen. Und gerade nochmal einschnaufen, Nase, laut ausschnaufen, lösen. Schnaufen die nehmen das rechte Bein nach hinten und oben ohne die Hüfte öffnen. Und das heisst, der rechte Hüftknochen noch viel mehr absägen. Ist auf die Ihre Höhe wie die linke. Stell dir vor, als wäre so die Innennot von eurer Hose oder Leggings oder Shorts oder das Bein anhebt. Und dann behaltet das Bein in der Luft, schnaufe die, kommen nach vorne ins dreibeinige Brett, die Schultern nicht weiter für eine Tank, dann spannt auch euer linkes Bein fest an, ausschnaufe zurück in Down Dog Split, Bein hinteren und offen, ohne die Hüfte öffnen, gerade so noch einmal einschnaufen, kommen nach vorne ins dreibeinige Brett. Ausschnaufen, Down Dog Split. Bleibt für eine Einatmung, hebt das Bein vielleicht ein bisschen mehr an. Ausschnaufen, den rechten Fuß nach vorne stellen, zwischen den Händen und Knie ist über dem Fußgelenk. Einatmen, balancieren, in Krieger 1. Offenkommen. Okay. Jetzt findet zuerst einen stabilen Stand. Je nachdem, wenn die Füße ein bisschen breiter nehmen. Hinter das Bein lang und aktiv. Aber findet auch eure Gelassenheit, eine gewisse Leichtigkeit und den Ansatz vom Nacken entspannen, findet die ruhige Atmung. Und dann nehmen wir das Hand über dem Kopf zusammen und schnuppen Twist nach rechts, den linken Ellenbogen auf den rechten Oberschenkel abstellen. Hebt dann aber gerade das Brustbein an. Wir gehen jetzt einfach nicht so ganz gelassen und entspannt unseren ganzen Oberkörper ab über den Oberschenkel, sondern wir tun auch das hintere Bein lang machen. Wir heben das Brustbein an, wir drehen von den unteren Rippenbögen nach rechts. Strecken uns lang von den hinteren Fersen bis zum Scheitel, finden beide Sira und Zucker. Gut. Stoßen dann in den rechten Fuß ein, schnuppe Krieger 2. Rechte Arm kommt nach vorne und den linken zurück. Hintere Ferse abstellen. Die hinteren Zehen zeigen aber immer noch ganz ein bisschen nach vorne. Und dann das vordere Knie gerade nach vorne ausrichten. Auch das ist eine stabilisierende Arbeit, die wir machen. Drehen dann die rechte Handfläche zu der Decke ein, schnuppe Lehne zurück in den umgekehrten Krieger mit dem linken Arm hinter dem Rücken durch. Das vordere Knie ganz stabil, das, was du siehst. Ich finde das eine wunderbare Pose, um die beiden Qualitäten zu spüren. Weil einerseits ein bisschen das Drucklehnen haben, das irgendwie auch getreut werden, vom Gewebe und so gestützt werden. Und gleichzeitig müssen wir aber auch arbeiten, müssen stabilisieren, damit wir nicht den ganzen Weg nach hinten runterfallen mit dem Oberkörper. Schnaufe hier tief ein. Ausschnaufen, rechte Unterarm, rechte Oberschenkel, linke Arm zu der Decke. In einer Variante vom rotierten Winkel. Drehe das Herz zu der Decke auf. Und versuche jetzt mit der linken Fingerspitze die Decke berühren. Beim Einschnaufen. Und dann mit der Ausatmung kommen wir einen halben Bein. Drehe die Handfläche nach hinten und bringe den linken Handrücken zum unteren Rücken. Ah, ist richtig, Elisabeth, genau. Oder zum rechten Oberschenkel, wenn ihr den ganzen Weg dorthin mögt. Das muss natürlich nicht sein, das ist intensiv. Drehe die Brust zu der Decke auf, bringe aber den Blick zum Boden. Das macht es ein bisschen angenehmer für den Nacken und wird euch jetzt gerade ein bisschen Stabilität geben. Jetzt von hier aus löset mal die rechte Ferse vom Boden. Wenn ihr einen zu grossen Abstand habt, müsst ihr ihn zuerst reduzieren, damit das überhaupt geht. Und jetzt muss der Körper mehr arbeiten zum Stabilisieren. Wir haben aus dieser Pose die Ferse weggenommen. Ihr könnt so bleiben. Oder ihr streckt den rechten Arm nach vorne aus. Sich nicht im Ohr entlang beziehen, Superwoman oder Superman. Herz immer noch zu der Decke aufdrehen. Stirn, Zucker, Handfläche nach oben drehen, zu der Decke. Genau, schön. Okay, schnaufen. Bleibt gelassen. Und dann den Fersen wieder abstellen. Schnaufen die Lehne zurück in eine umgekehrte Krieger. Ausschnaufen, rotierte Winkel, linke Hand am Boden, rechte zu der Decke. Hintere Fersen wegdrehen.
Yes, schön. Wenn wir alle drinnen. Rechte, linke Hand am Boden, rechte bei der Decke. Von da aus, ihr dürft bleiben. Ansonsten rollt ihr auf der Aussenkante vom hinteren Fuß und stellt den vorderen Fuß drauf in eine schiefe Ebene. Ihr dürft, wie wir das am Anfang der Stunde gemacht haben, das untere Knie natürlich abstellen. Dann eure Beine anspannen, ziehen die Hüfte weit nach oben. Und jetzt lassen wir mal die rechte Hüfte nicht nach hinten kippen, sondern bringen sie direkt über die linke. Genau, das ist etwas gemein. Okay, was jetzt kommt, ist ein bisschen gemein. Schnaufe hier ein und schnaufe die rechte Hand am Boden und das rechte Knie zum linken Ellenbogen nicht. Schultern bleiben über der Hand, dann strecke das Bein dann zur Seite aus. Einschnaufe Rockstar, linke Arm zu der Decke, hintere Fuß ist flach am Boden. Nutze die Einatmung, um das Herz anheben und schnaufe Hund. Wogegen runter schaut, beide Hände am Boden, vordere Fuß zurücknehmen. Und wir machen gerade die zweite Seite. Wir nehmen das linke Bein nach hinten und rauf, ohne die Hüfte öffnen. Spüren die Innennot von eurer Hose, Shorts, Leggings. Gut, einschnaufen, kommen nach vorne, ein dreibeiniger Brett. Ausschnaufen, zurück in Down Dog Split. Einschnaufen nach vorne, dreibeiniges Brett. Schwierige Pose, aber eine wunderbare. Ausschnaufen, Down Dog Split. Gut, bleiben für eine Einatmung, ausschnaufen, linke Fuß nach vorne stellen, zwischen die Hände einschnaufen, balancieren, die Krieger rein, kommen hoch. Und jetzt findet zuerst Stabilität, einen festen Stand. Und dann schauen, wo wir weich können werden, wo wir feiner können sein. Gut, nehmen die Hände zusammen über dem Kopf, ausschnaufen, Twist nach links. Rechte Ellenbogen auf den linken Oberschenkel ablegen, das Brustbein aber anheben und aus dem Zentrum raus rotieren. Langs hinter das Bein, strecken euch wirklich von der Ferse bis zum Scheitel. Haltet die Atmung ruhig. Stoßen den linken Fuß, einschnaufen, Krieger 2, linke Arm kommt nach vorne, rechte Fuß hinter den Fersen abstellen. Schaut aber, dass die Zehen immer noch ein bisschen nach vorne gedreht sind. Achtet euch auf das vordere Knie, da müsst ihr viel stabilisieren, damit es nicht reingeht. Und dreht ihr die linke Handfläche zu der Decke, nur für die Lehne zurück in eurer umgekehrten Krieg, der rechte Arm kommt hinter dem Rücken durch. Lehnt euch zurück. Spürt die beiden Qualitäten, die wir in allen Posen finden. Schnaufe hier nochmal ein. Ausschnaufe linke Unterarm, linke Oberschenkel, rechte Arm zu der Decke. Herz auch zu der Decke aufdrehen. Das geht natürlich nicht, aber es ist mehr so ein richtiges Angriff. Schnaufe die, versuchen mit der rechten Fingerspitze die Decke zu berühren. Ausschnaufe halbe Bein mit dem rechten Arm und die Handfläche zuerst nach hinten drehen und den Arm dann zum unteren Rücken bringen. Gewisse Leute berühren vielleicht sogar den Oberschenkel. Herz zu der Decke nach oben. Blick aber zum Boden, dass wir das jetzt einfach machen. Und dann kommen wir auf die linke Zehenspitze, oder besser können einfach auf den Fuß ballen, sodass die Fersen nicht weglüpfen können. Und dann ruhig den Abstand anpassen, wenn es sonst nicht geht. Bleibt entweder hier, oder streckt den linken Arm nach vorne und auf. Mit einer Verlängerung von der linken Flanke. Schnaufen weiter. Versuchen, Leichtigkeit zu finden in der sehr anstrengenden, sehr schwierigen Pose. Gut, dann langsam die Fersen wieder abstellen. Schnaufen die Lehne zurück in einen umgekehrten Krieger. Ausschnaufen, rotierte Winkel, rechte Hand am Boden, linke zu der Decke, hintere Fersen wegdrehen. Super. Bleiben hier, die Option haben oder rollen auf der Aussenkante vom hinteren Fuß und den vorderen Fuß draufstellen. Einfacher wird, wenn wir das untere Knie abstellen. Stoßen die rechte Hand kräftig in den Boden, schicken die Hüfte hoch und jetzt schauen wir, dass die linke Hüfte, die obere, nicht fest nach hinten ausweicht, sondern gerade über der rechten ist. Gut. Schnaufen hier ein. Ausschnaufen, linke Hand am Boden, links Knie, rechte Ellenbogen nach vorne ziehen und dann zwei zur Seite ausstrecken. Einschnaufen, Rockstar, rechte Arm zu der Decke, hinten Fuß flach am Boden, schön, Lelia, tief einatmen. Ausschnaufen, Hund, wo geht runter, Hand am Boden, vordere Fuß zurück und wir fließen durch ein Vinyasa.
schnaufen die Eichen nach vorne ins Wochenbrett und schnaufen absenken. Einschnaufen Cobra, vielleicht auch ein Abdog und schnaufen Down Dog. Atem Mukha Svanasana. Gut, verbindet euch mit der Atmung. Wir haben noch einmal so eine strengere Stehsequenz vor uns, bevor es dann gemütlicher wird. Schnaufen ein, nehmen das rechte Bein nach hinten und rauf, ohne die Hüfte öffnen. Gut. Einschnaufen, kommen führen ins dreibeinige Brett, wie wir das vorher gemacht haben. Spannen das linke Bein fest an. Ausschnaufen, dann noch das Blitz, schieben euch wieder zurück. Einschnaufen, dreibeiniges Brett, auch die Hände gut im Boden stoßen. Ausschnaufen, Down Dog Split. Bleiben für eine Einatmung, ziehen die Beine ein bisschen höher. Ausschnaufen, rechte Fuß nach vorne stellen. Zwischen die Hände, einschnaufen, balancieren die Krieger rein. Stoßen den rechten Fuß, kommen hoch. Ausschnaufen, nehmen die Arme auf Schulterhöhe und den Oberkörper 45 Grad Richtung Boden. Gut. Ziehen den unteren Bauch nach innen. Schnaufen hier ein. Ausschnaufen die linke Hand zum Boden und der rechte zu der Decke. Ihr müsst den Boden nicht berühren. Wenn es streng ist, berühren durch den Boden. Wer es noch strenger will, könnt auch die rechte Ferse vom Boden lösen. Just saying. Schnaufen ein. Kommen dann in die Mitte, drehen Brust zum Boden. Ausschnaufen rechte Fingerspitze Richtung Boden oder zum Boden. Einschnaufen wieder in die Mitte. Ausschnaufen links runter, rechts rauf. Einschnaufen Mitte. Ausschnaufen rechts wieder Richtung Boden. Einschnaufen Mitte. Mach noch eine Runde. Ausschnaufen links. Ja, in Mitte. Ausschnaufen rechts. Einschnaufen balancieren die Krieger eins. Nehmt beide Arme nach oben. Jetzt Achtung. Ausschnaufen an wieder auf Schulterhöhe. Oberkörper 45 Grad Richtung Boden. Gewicht in den rechten Fuß. Nächste Ausatmung Krieger 3. I know, ihr spürt das jetzt wahrscheinlich in eurer rechten Hüfte, in eurem Gesäß, vor allem das Äußere. Jetzt müsst ihr trotzdem noch ein bisschen das rechte äußere Gesäß nach hinten und nach links ziehen, um mehr zu stabilisieren. Hebt das Brustbein an, haltet die Atmung ruhig, schnaufen ein. Ausschnaufen, Standbein beugen, linke Fuß weit hinten abstellen, einschnaufen, balancieren, ich kriege rein. Schön, Marielle, ausschnaufen, Fuß nach rechts, Arm auf Schulterhöhe. Rechte Hand hinten auf dem Oberschenkel ablegen, einschnaufen, lehnen zurück in eine rotierte, umgekehrte Krieger, sodass ihr euch über die ganze linke Seite könnt strecken. Ausschnaufen, linke Hand am Boden, rechte zu den Decken. Jetzt, wenn ihr Knieprobleme habt, bleibt lieber da. Ansonsten rollen wir jetzt auf die Aussenkante der Füße und drehen alle Zehen nach rechts. Hebt das Becken weit offen an und ziehen den rechten Arm am Ohr entlang. Stoßen die linke Hand gut im Boden, sodass das äußere Gesäß, das jetzt so viel müssen stabilisieren, ein bisschen dehnen. Gut. Dann verlagert das Gewicht in eure linke Hand. Schiefe Ebene, stellen den rechten Fuß auf die linke, heben die Hüfte weit an, schnaufen hier ein, ausschnaufen, rechte Hand am Boden, rechts Knie zum linken Ellenbogen, wie wir es vorher gemacht haben, strecken die Beine zur Seite aus, einschnaufen, rock da, linke Arm zu der Decke anheben, Herz auf, ausschnaufen, Hund, Magen runter, schaut vor den Fuß zurück, gerade die zweite Seite, einschnaufen, links Bein, hinteren und oben, ohne die Hüfte zu öffnen. Gut, einschnaufen, kommen nach vorne ins dreibeinige Brett. Ausschnaufen zurück, Down Dog Split. Einschnaufen, dreibeiniges Brett. Ausschnaufen, Down Dog Split. Bleiben für eine Einatmung, nehmen das Bein ein bisschen höher. Ausschnaufen, den Fuß vorne stellen, zwischen die Hände. Stoßen den linken Fuß ein, atmen, balancieren, die Krieger rein, so aufzukommen. Ausschnaufen, Arm auf Schulterhöhe, Oberkörper 45 Grad zum Boden. Okay, habt ihr die Option, die vordere Ferse wegzulöpfen, wer es heute wirklich wissen will. Ansonsten schnaufen wir hier ein und schnaufen rechte Fingerspitze Richtung Boden, linke zu der Decke. Einschnaufen in Mitte und schnaufen jetzt die linke Fingerspitze zum Boden, wie ein Flug, der um die Kurve geht. Einschnaufen in Mitte und schnaufen rechts, runter, links rauf, ja, in Mitte und schnaufen links runter, rechts rauf, einschnaufen in Mitte. Nochmal ausschnaufen, rechts runter, links rauf. Einschnaufen, Mitte. Ausschnaufen, links runter, rechts rauf.
Ich rufe balancierende Kriegereien, sie kommen hoch. Ausschnaufen, Arme wieder auf Schulterhöhe, Oberkörper 45 Grad zum Boden, Gewicht in den linken Fuß, nächste Aussage in Krieger 3, stehen auf dem linken Bein, machen euch langsam Scheiße bis zu den Fersen, ziehen das linke äußere Gesäß ein bisschen zurück, ein bisschen nach rechts. Und es ist anstrengender, aber stabiler. Hebt die Brust bei an, feine Kobra dort, schnaufen ein. Ausschnaufen, Standbein beugen, rechte Fuß einen grossen Schritt zurückstellen, einschnaufen, balancieren, die Krieger rein. Ausschnaufen, Twist nach links, Arm auf Schulterhöhe. Von da aus die linke Hand gerade ablegen, einschnaufen. Strecken den rechten Arm nach oben, sodass ihr euch über die ganze rechte Seite könnt strecken. Ausschnaufen, rotiert die Winkel, rechte Hand am Boden, linke zu der Decke. Wählt, ob ihr da bleibt oder dreht alle 10 Fächer über nach links. Dann kommen wir als Konsequenz auf die Aussenkante der Füße. Haltet aber beide Seiten vom Fußgelenk gleich lang, dass ihr nicht so einknickt. Schickt die Hüfte weit offen und zieht den oberen Arm am Ohr entlang. Die ganze linke Seite vom äußeren Gesäß, Brauen, Taille, Rippenbögen, Schultern öffnen. Und dann verlagert das Gewicht in die rechte Hand und stellt den linken Fuß der rechte, flexen beide Füße, nehmen die Hüfte weit offen, obere Hüfte nicht ausweichen lassen. Schnuppen ein, ausschnuppen, linke Hand am Boden, links Knie, rechte Ellenbogen, zweiter Seite ausstrecken, einschnuppen, Rockstar, Herz anheben, ausschnuppen, Hund, Wagen, Armen, gut gemacht. Schnuppen ein, kommen nach vorne ins hohe Brett. Und dann mit der Ausatmung senken den ganzen Weg ab auf den Bauch. Nehmt die Hände breiter als eure Matte. Genau. Dann die Fingerspitze ruhig ein bisschen nach außen drehen. Und dann rollen die Schultern zurück, ziehen den unteren Bauch rein, einschlafen, kommen hoch in eine breite Kobra. Möglich eine, die sich gut anfühlt. Versuchen, den Backbend möglichst gut über die ganze Wirbelsäule zu verteilen. Nehmt die Ellenbögen nach dem Oberkörper. Die Arme müssen selbstverständlich nicht durchgestreckt sein, aber die Ellenbögen nach dem Oberkörper. Schultern weg von den Ohren, Brust weit auf. Schnaufen hier ein, ausschnaufen, zurück auf den Bauch. Beschränkt von dort die Finger hinter dem Rücken. Rollen die Schultern zurück, ziehen den unteren Bauch nach innen. Ja, wir heben alles an für ein Shalabhasana. Die ganze Rückseite, die noch bekräftigt wird, die man schafft. Wenn ihr dort zu viel Druck im unteren Rücken habt, dann legt ihr einfach die Füße ab und nimmt den Druck weg. Wenn ihr strenger wollt, könnt ihr die Füße auch zusammennehmen, ansonsten Hüfte frei. Haltet den Nacken aber in der Verlängerung der Wirbelsäule. Und dann damit wir noch Verspannungen schaffen. Schnuffe hier nochmal ein. Ausschnuffe lösen. Auf den Bauch nutzen die Hände gerade, um ein Küsschen zu machen und legen die Stirn ab. Vielleicht wenn das Becken ein bisschen von rechts nach links schaukeln. Dann beugen hier eure Knie, greifen die Fußgelenke. Nehmen den unteren Bauch nach innen. Schnuffe ein, stoßen die Füße in die Hände und heben alles an für euren Bogen. Dann nur dann unbedingt weiter schnaufen. Wir haben Tendenz zu hoch und die Luft anhalten. Aber da sind sie bleibt fein, sie bleibt weich. Sonst lieber nicht so tief reinkommen. Schnaufen nochmal ein. Ausschnaufen lösen. Die Hände wieder zu einer Küsse falten und an der Stirn und mit dem Becken schaukeln, falls sich das lösend angenehm anfühlt für den unteren Rücken. Nehmen die Hände neben die Brust, ausschnaufen den Hund, der gegen oben schaut. Das ist der letzte. Stellen dann eure Füße näher zu den Händen, irgendwo zwischen 10 und 20 cm. Es ist einfacher, wenn die Fersen am Boden mögen, aber für gewisse geht das auch dann nicht, wenn wir ganz weit führen lassen. Nehmen jetzt mit einer Ausatmung die linke Hand außen an das rechte Bein und twisten dann eurem Hund, der gegen oben schaut. Stoßen die rechte Hand gut im Boden, sodass ihr in den Schultern nicht einsinken, sondern auch dort stabilisieren. Einschnaufen, linke Hand wieder führen. Und ausschnaufen, rechte Hand außen an das linke Bein. Twist über nach links. Die linke Hand gut in die Matte pressen.
Ich schnaufe rechte Hand führen und schnaufe laufen den ganzen Weg nach vorne zu einer Hand. Und Fingerspitzen am Boden los, schnaufe die heben die Brust an. Und ich schnaufe nochmal lösen, den Knie großzügig beugen, lassen den Kopf einen Moment hängen und verschränken die Finger hinter dem Rücken. Schicke die Hände nach oben zu der Decke oder sogar Richtung Boden, je nachdem, wie offen eure Schultern sind. Und es soll sich jetzt angenehm anfühlen, kein Druck im unteren Rücken, sonst beugen die Knie noch ein bisschen mehr. Jetzt werden wir weich, fein und trotzdem müssen wir stabilisieren, dort, was es braucht. Zum Beispiel mit dem unteren Bauch. Löse die Verschränkung der Finger, stelle die Fingerspitze wieder am Boden ab. Schnaufe die Mädchen da mit einem grossen Bogen über die Seiten auf. Brustbein führt die Bewegung. Oben greift die rechte Hand, linke Handgelenk. Und schnaufe Seitband über nach rechts. Ziehen ruhig ein bisschen an dem Handgelenk. Vor allem nach all den Stützhaltungen, die wir heute haben müssen machen. Schnaufe lösen die Seitband, kommen in die Mitte und düschle die Hände. Und schnaufe über nach links. Und oben ein bisschen an dem Handgelenk ziehen. Ich schnaufe in die Mitte. Ausschnaufe Hände vor das Herz und den linken Fuß einen grossen Schritt nach hinten stellen, sodass ihr euch jetzt zum linken langen Mattenende drehen könnt und Füße parallel nehmen. Nehmt die Hände in die Hüfte. Dann eure Zehen dann 45 Grad nach außen drehen. Ausschnaufe beugt euch neu für die Gadenspose. Schaut, dass eure Knie und Zehen in die gleiche Richtung zeigen. Und dann greifen eure Oberschenkel mit den Händen. Mit den Däumen, die nach innen zeigen. Und dann könnt ihr euch mit dem Oberkörper wirklich so ein bisschen nach vorne lehnen und eigentlich so ein bisschen in den Schultern hängen. Die Arme sind wie so ein bisschen ein Hebel da. Nehmen wir den Jatzig und nehmen wir den Ausschnaufe, dann die rechte Schulter in die Mitte absenken und pressen mit der Hand fein gegen die Innenseite vom Oberschenkel. Schnaufe dich in die Mitte und schnaufe linke Schulter nach hinten. Schnaufe Mitte und schnaufe rechts. Schnaufe Mitte und schnaufe links. Schnaufe wieder in die Mitte, diesmal nehmen wir den Arm auf Schulterhöhe nach hinten. Und schnaufe Adlerarm, rechte Arm kommt oben drüber. Ellenbögen wegziehen von euch, Fingerspitze auf. Findet auch hier die Unzucker, Festigkeit, Stabilität auch von diesem Stand, aber ein bisschen Leichtigkeit. Und wenn ihr es nicht mehr findet, dann streckt ihr die Beine. Löse dann den Arm, schnaufe die Mädchen sie wieder auf Schulterhöhe nach hinten und schnaufe den linken Arm jetzt oben drüber. Und jetzt wird es wahrscheinlich mit der Gelassenheit schon ein bisschen schwieriger auf die zweite Runde. Und nochmal, ihr habt die Möglichkeit, das anzupassen. Und schnaufe lösen, schnaufe die Strecke zu weit, ziehen den Arm nach oben zu der Decke. Und schnaufe Hände in die Hüfte und Füße parallel zueinander nehmen, sodass ihr die Zehen wirklich gerade nach vorne zum linken langen Mattenrand zeigen. Rollt die Schultern zurück. Sind da unsere Bauch rein, schnaufe die, heben das Herz ein bisschen an und schnaufe nach vorne und abend absenken ins Brasarita Paratanasana. Fingerspitze am Boden, wenn sie nicht am Boden mögen, dann schnappt euch einen Block oder ein Buch oder so. Nutzt die nächste Einatmung, um die Brust nochmal anheben, den Rücken lang und flach machen und dann mit der Ausatmung senken da ab. Und lasst den Kopf wirklich hängen, den ganzen nackten Schulterbereich entspannen. Viel Weichheit und trotzdem an den Ort, wo wir es brauchen, wenn wir uns stützen, stabilisieren. Auch das kann der untere Bauch sein, gerade wenn ihr im unteren Rücken Druck habt. Aber auch die Füße, sie bleiben flach am Boden. Achtet euch darauf, dass die Aussenkante der Füße verankert bleibt. Und generell dürfen die Füße auch wie fein in den Boden stoßen, um eine Aktivierung in die Beine zu bringen. Atmung, aber ganz ruhig, ganz weich. Und Wirbelsäule darf lang zum Boden sinken. Und so die ganze Wirkung von der Schwerkraft, die tagsüber auf uns wirkt, ein bisschen entgegenzuwirken. Einschnaufen, hebt die Brust an, beugt die Knie ein bisschen.
Schlüssel. Ausstufen, nehmen die Hände in die Hüfte. Einstufen, kommen den ganzen Weg hoch. Ausstufen, Tadasana vorne an der Matte schließen. Und dann setzt euch ab auf die Matte. Und streckt beide Beine vor euch aus. Wenn ihr Beine vor euch ausgestreckt habt, spürt mal eure Sitzbeinhöcke, die Knochen, auf denen ihr sitzt. Am liebsten muss das Becken so ein bisschen von rechts nach links schwanken, um sie zu spüren. Und jetzt, wenn ihr spürt, dass ihr hinter die Sitzbeinhöcke rollt, dann schnappt euch eine Decke, wo ihr so eine kleine Küsse falten könnt. Oder auch wenn ihr eine Sofaküsse habt, das eignet sich auch ganz gut. Und dann setzt ihr euch auf den Rand, sodass ihr wieder nach vorne und runter kippt. Das soll wirklich die Kippbewegung Bewegung vom Becken nach vorne begünstigen. Aber jetzt längst das nicht und haben eine andere Möglichkeit, nämlich Knie beugen, bis es möglich ist. Genau. Gut. Jetzt, dünnt ihr eure Füße flexen. Schaut, dass die Zehen gerade nach vorne zeigt. Also, du hast eine gewisse Festigkeit, eine gewisse Stabilität in der Pose, der untere Bauch ist drinnen. Ihr schnauft ein, in die Arme und zieht ihr nach oben, lange Wirbel. Und schnauft nach vorne und runter absenken. Die Hände dort ablegen, wo sie hin mögen. Schnaufen ein, heben das Brustbein nochmal an, finden die Länge nicht mit der Ausatmung, haltet die Länge bei, aber senkt ihr euch vielleicht noch ein bisschen mehr ab. Jetzt dürft ihr aber oben bei den Schultern, zwischen den Schulterblättern weich werden. Dann können auch die Schulterblätter so seitlich die Brustkorb dort abfließen lassen. Und atmig, immer noch bewusst, immer noch regelmäßig. Einschnaufen, heben das Herz an. Und dann kommen wir hoch mit einem langen und geraden Rücken. Dann nehmen die Hände hinter den Rücken, rollen für einen Moment hinter die Sitzbeinhöcke und dann kreuzen das rechte Schienbein vor dem linken. Flexen beide Füße und kommen so in den Schneidersitz. In einem sehr regelmäßigen Schneidersitz, wo der Fuß, genau, kannst du dich nach vorne drehen, der Fuß unter dem gegenüberliegenden Knie sozusagen ist. Okay. Jetzt, wenn ihr hier Druck in den Knie habt, dann kann er stattdessen auf den Rücken kommen und diese Pose machen. Wenn ihr da okay sind, ich bleibe immer noch auf dem Deckel sitzen, wenn ihr es vorher gebraucht habt. Dann haben wir die Fingerspitze vor euch. Sind der untere Bauch ein, ist nur für die Einheben das Brustbein an. Und dann könnt ihr erst ein bisschen schwanken, von rechts nach links. Ihr könnt langsam nach vorne kommen. Und langsam mit dem Oberkörper, so ganz viel, von rechts nach links schwanken. Und euch dann mittig absenken. Und nochmal eine Dehnung fürs äußere Gesäß, wo viele müssen stabilisieren. Ja, eine zweite Sequenz. Einschnaufen, heben das Herz dann an, kommen langsam hoch mit einem geraden Rücken, nehmen die Hände hinter eurer Rücken, rollen hinter die Sitzbeinhöcke, lösen die Beine und tun sie austauschen. Das linke Schienbein vor dem rechten kreuzen, Füße flexen und den Fuß unter das andere Knie bringen. Und dann Fingerspitze vor euch, einschnaufen, Brustbein anheben, das habe ich gerade gesagt. Und den Bauch rein, Brustbein anheben und dann langsam nach vorne schwanken. Von rechts nach links, ganz fein, ganz weich. Und trotzdem stützen wir euch. Wenn wir auf dem Rücken gesehen sind, stattdessen, dann müssen wir einfach die Beine auswischen. Und dann lasst das Schwanken kleiner werden und legt euch mittig ab. Ich darf das Herz anheben, hochholen, die Hände nochmal hinter den Rücken, zum Hintersitz bei Höcke rollen, die Beine lösen. Und den Füße vor euch aufstellen und ein bisschen ausschütteln eure Beine. Legt euch von oben rücken und kommen in ein Happy Baby.
Wenn man die Knie breiter als der Brustkorb hat, wenn ihr gerade dorthin mögt, ausgekannt von den Füßen, aber das muss nicht sein. Ihr könnt auch das Fußgelenk heben oder die Knie kehlen. Und hier bleibt ihr entweder still oder ihr schaukelt auch hier ein bisschen von rechts nach links. Ihr könnt auch ein Bein langsam verstrecken, während das andere beugt bleibt. Und die Sachen, die ihr noch gerne macht. Schnuffen, lösen, ziehen die Knie zu der Brust, strecken die Arme zu beiden Seiten auf Schulterhöhe. Mit der Ausatmung legen die Knie auf die rechte Seite ab und den Blick kann nach links gehen. Wenn das für den Nacken zu viel ist, schauen wir einfach auf oder sogar in die gleiche Richtung wie die Knie. Die Atmung weich, fein. Nicht mehr viel. Kann stabilisieren, okay. Ganz wenig Festigkeit. Versprochen. Beende das ganz sanft. Und schnüffel dir alle wieder auf den Rücken, nehmen die Knie mit. Und die Ausatmung über nach links. Blick wird jetzt nach rechts gehen für die grösste Rotation in der Wirbelsäule, weil die Halswirbelsäule noch mitdreht. Schnaufen wieder zurück auf den Rücken. Und mit der Ausatmung legt euch in Shavasana. Streckt eure Beine aus. Nehmt die Arme am Körper entlang mit den Handflächen, die nach oben zeigen. Die Füße, die ganz entspannt zu beiden Seiten nach außen fallen. Nehmt dann hier zuerst nochmal eine tiefe Einatmung durch die Nase. Füllt die Lunge total. Hebt, staut, die Festigkeit vom Heben. Und dann macht das Maul auf und löst, gebt alles ab. Gebt das ganze Gewicht vom Körper ab. Nicht mehr, wenn man heben. Nicht mehr, wenn man stabilisieren. Das Einzige, was man kann, stabil bleiben, ist der Geist, der wach bleibt. Während der Körper aber total entspannt. Shavasana. Und dann ganz langsam wieder eure Atmung auf zu vertiefen. Bringt die Aufmerksamkeit zurück in euren Körper und kleine Bewegungen im Körper wie die Finger und Zehenspitzen. Und dann auch den Kopf von rechts nach links drehen, euch ausstrecken, lang machen. Dann rollt über eine Seite, dann euch mit den Armen unterstützen und kommt wieder in eine sitzende Position. Eine, wo die Ranzug möglich sind. Richtet die Wirbelsäule auf. Vielleicht werden die Schultern nochmal zurückrollen. Reiht Handfläche auf zu der Decke, wer ganz gerne Mudra macht, bringt Daumen und Zeigefinger zusammen. Und dann schließen die Augen. Ein letztes Mal. Wir nutzen den letzten Moment zum Nachspüren. Wir haben in Posen einfach viel, viel Stabilität von uns gefordert haben. Viel Festigkeit. Immer wieder versucht, Gelassenheit zu finden, gewisse Leichtigkeit. Und umgekehrt, in
Pause, wo man vielleicht mal in Dehnungen geht, auch schauen, wo kann ich mir aber gewisse Stabilität geben, um die Pause sicher auszuführen. Und vielleicht spüren da die beiden Qualitäten immer noch. Und wir können das ja auch mit dem Tag, mit dem Wochen nehmen. Sie lassen sich definitiv auch auf andere Situationen übertragen, wo wir immer beides finden können. Stabilität und Gelassenheit. Oder anpassen müssen, wenn wir es eben nicht mehr finden können, das eine oder das andere. Nehmen die Hände vor das Herz und das Angeli Mudra mit einem kleinen Abstand zwischen den Handflächen. Schnaufen hier ein. Nehmen die Ausatmung, führen die Hände langsam zueinander, sodass der Raum immer wie kleiner, wie dichter wird, bis er komplett verschwindet. Ziehen dann mit der Einatmung die Hände wieder auseinander. Und achtet euch auf die Energie und die Wärme, die zwischen den Händen liegt. Im Ausschnaufen führen sie wieder zueinander. Diesmal lassen die Handflächen aufeinander, führen sie beim Einschnaufen zu den Stirn, heben das Herz alle zurück. Und mit der Ausatmung verneigt euch vor euch selber, vor eurer Yoga-Praxis. Vielen lieben Dank. Ich danke euch vielmals fürs Mitmachen. Tschüss zusammen.